Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ja, wir haben in der letzten Folge die neue Fernverkehrsstrecke eröffnet, die von Siegburg aus hier über Rattingen, hinten über Eisfeld, dann noch über Heldendrungen nach Fürstenau führt. Und es ist auch mittlerweile eine ordentliche Strecke geworden. Sie wird auch gut benutzt, so wie ich finde. Wir haben hier auch schöne Doppeldecker, die rumbrettern und auch ja, ordentlich Leute aufnehmen. Klar, sie sind jetzt nicht die vollsten immer, aber es geht auf jeden Fall was hier voran. Es passiert auch einiges und ich glaube, den Städten tut es gut. Was ich aber heute mal zur Abwechslung machen will, ist eines unserer ältesten Projekte, was man ja hier auch an den schönen alten Brücken noch sieht, mal vervollständigen will, und das ist diese Autobahnbrücke. Diese Autobahnbrücke führt ja auf der einen Seite komplett durch das Gebiet durch, bis nach München aktuell. Und ich will, dass das jetzt hier hinten, hier genau, in Siegburg endet, damit diese Autobahn offiziell zu Ende ist. Bedeutet, wir werden jetzt damit eine Runde anfangen. Und dazu brauchen wir hier erstmal Autobahnstückchen. Große Autobahn, genauso wollen wir das. Tramgleise auf der Autobahn. Ihr seid's lustig, Leute. Wir legen hier los. Und als erstes, wir wollen eine gerade Autobahn. Versuchen die so lange wie möglich gerade zu ziehen. Oh, das wird schon wieder. Das Problem ist, das Spiel, sobald du ein bisschen größer baust, stirbt. Also original stirbt einfach. Da kannst du nichts machen. Man sieht's. 2 Millionen Autobahnen und das Spiel sagt so, nö. Schau mal, ob es passt. Zoom um näher umzubauen, okay. Und das Spiel stirbt wieder. Hui! Oh Gott, no! Okay, ist ja gut, ich mach's schon anders. Man merkt, ich hab schief gebaut. Scheiße, es taugt nicht. Wenn, dann will ich's gerade haben. Nochmal. Nochmal das Ganze. So, was ist das denn? Ach, Schiene, okay. Das ist eine Schiene. Wie oft noch? Okay. Geht aber ganz gut. Es geht gut voran, das muss man lassen. Ja, es schaut noch gut aus. Jetzt wird es zum Beispiel zu breit, da müssen wir dann hier hingehen. Dann hier so eine. Eine leichte angelehnte Strecke machen. Nein, böse. Böse. Böse Autobahn. So. Sind die ein bisschen wieder näher zusammen? Okay, da geht's wohl. Ein bisschen drüber.
nochmal gerade lassen muss ich. Warte mal, jetzt muss ich. Oh, jetzt rückt mein Auge. Genau in dem Moment rückt mein Auge. Oh Gott. Ah. Okay. Abstand bewehr. Hä, was war das? Ich habe gar nichts gedrückt, Junge. So, okay. Jetzt ist die Frage, wo zum Fick ist die hochgegangen? Ungefähr hier vorne, würde ich sagen. Irgendwo hier hat beschlossen, die Autobahn nach oben zu gehen. So. Und dann biegen wir die jetzt so ganz sanft hier drüber runter und dann soll die hier vorne reingehen. Das wäre der Plan. Und dann können wir nämlich auch rein theoretisch hier einen Tunnel durchbohren und hier drüben einen Anschluss bauen. Hä, nee. So. Runter mit der Schiene. So, das wird schon passen. Dann gehen wir auf Kurvenmanöver. Setzen auf eine einheitliche Höhe. Das schaut gut aus. So. Ach, kurze Fix, jetzt komm, jetzt mach's gescheit hier. Perfekt, so. Hat das gleich geschafft. So, und jetzt drehen wir kurz die Auto. Hey, was war das jetzt? Ich hab doch gesagt, okay. Wollte gerade sagen, was jetzt passiert. Ich wollte eigentlich die Autobahn nur umdrehen. Zack und klack ist die hier auch fertig. Und dann wird halt hier, ist ja eh schon dreispurig, dann müssen wir das hier mal kurz abreißen, ne? Die Anwendung wird abgerissen. Da gibt es eh jetzt schon andere Anwendungen mit, dann wird hier halt auch, jawohl, hier können wir anbinden. Dann führen wir halt jetzt hier die Autobahn mal lang. Ich will jetzt trotzdem schauen, das war hier so schön. Die Autobahn noch hinkriegen. Zack, einmal umdrehen bitte noch. Jetzt perfekt ist es nicht geworden, natürlich. Da kann man noch mal umplanen. Können wir
wir da nicht irgendwie so noch... Okay, warte mal. So. Perfekt. Zack und zack. Jetzt müsste man nur noch irgendwie Werkzeug, kann man da irgendwas machen? Nee. Da kann man da nichts machen. Aber es ist verbunden. Wieder rein theoretisch müsste doch irgendwann. Fährt hier überhaupt immer noch Auto? Autos? Ich glaube, ich habe fast den ganzen Stadtverkehr ausgefegt. Huch. Die sind echt alle ohne Autos unterwegs. Wahnsinn. Na gut, dann buddeln wir halt die drüben ein Loch noch. Durch den Berg durch. Da haben wir eh schon so eine schöne Straße, die hier angeblich bergauf geht. Seid ihr wahnsinnig. Bergauf, wir gehen durch. Wir gehen durch die Autobahn hier durch. Jetzt nur so schief auch. Gerade durch den Tunnel dadurch. So. Fertig. Durch den ganzen Bums jetzt dadurch. Genau. Autobahnauffahrt. So, und jetzt sollte ich dann hier ja auch die Abfahrt eigentlich. Auch nicht möglich. Ja, halt so, dann drehen wir das Ganze noch um. Perfekt. Dann drehen wir das auch um. Dann wird die Autobahn in dem Bereich gekürzt. Dann haben wir eine schöne Auffahrt auch noch. Perfekt. So will man das. Jetzt müsste ich immer nur noch durch den Tunnel fahren. Du zum Beispiel. Ja, genau. Fahr da durch. Komm. Na? Wie gefällt dir unser neuer ewig langer Tunnel? Holy shit, ist der lang. Das ist schon was der Dauertunnel. Sie sind ganz alleine in einem fetten Tunnel. Macht es Ihnen nicht Angst? TF9861KH. Da sage ich nur zu. Aha. Okay, jetzt sind wir draußen. Erstmal schön in die schöne Landschaft. Fliegende Steine. Bremste? War da eine Ampel? Okay. Wo wollen Sie denn hin? Mich würde es ja ehrlich gesagt so ein bisschen interessieren. Aha. Mhm. Vorsichtig auffahren. Ja, genau. Da müssen Sie vorsichtig sein. Und dann geben Sie aber Gas. Genau. Beschleunigungsstreifen heißt das Ding. Ja, ja. Beschleunigungsstreifen, nicht Schlafstreich. Okay. Die erste, die hier aufgefahren ist. Gratulation, Gratulation. Kommt da schon nächster nach? Hat da wer schon Bock? Kommt noch ein paar. Ja, genau. Fahrt da unten durch. Schön. Hier steht auch schon Hochhaus, cool. Finde ich cool, dass das doch jetzt so gut funktioniert. Und, oh, da kommen schon die ersten zwei Autos.
Wechselt der eine noch oder fährt der durch bis nach München? Jetzt bin ich gespannt. Hör, die fahren beide nach München durch. Okay, da kommen aus München sogar Autos. Oh, what? Unerwartet. Unerwartet, Leute. Da kommen aus München Autos. Ich hab gedacht, das wäre eine Geisterstadt. Ich glaub's gerade nicht. Da fahren echt Autos nach München. Da kommen immer wieder Autos. Da kommen Autos. Ich glaube, sie kommen. Ihr wollt auch wirklich nach München? Scheint so, ne? Mhm. Ach, guck mal, das ist mein Hauptquartier. Der Verkehr ist ja auch vollkommen überfordert. Mein Hauptquartier ist auch schon irgendwie ein bisschen fett geworden, oder? Ich kann mich erinnern, dass das mal kleiner war. Das schaut irgendwie so groß aus. Hä? Ist das jetzt wieder kleiner geworden? Das war doch noch gerade viel... Jetzt ist es wieder größer. Hä? Es wechselt irgendwie down die Größe-Variante, kann es sein? Straßen, ja, in Straßen habe ich viel investiert. Jetzt sinkt es wieder. Also entweder bin ich an so einem ganz knappen Punkt jetzt gerade oder irgendwas anderes. Also auf jeden Fall funktioniert das mit der Autobahn relativ gut, wie es ausschaut. Wie, aber wir sind eh hier gerade mal in München. München, wie schaut's denn aus? Ah, der scheint ordentlich nachzuproduzieren die ganze Zeit. Seid immer noch zu viel, oder? Mhm. Mhm. Produktion ist gut, der Versand ist zu niedrig in dem Fall. Aber wahrscheinlich auch, weil die nicht so viel hier benötigen. Ja, okay, das ist annehmbar. Die Stadt will auf 1000 steigen, bitte was? Die wollen auf 1000 wachsen. Holy shit, wie geht's denn mit meiner Planstadt eigentlich? Bottrop. Die wollen auf 1300 steigen. Holy shit. Okay. Da stehen doch schon mehrere Hochhäuser. Die Stadt wächst und gedeiht schon wie irre hier. Also Wahnsinn. Wahnsinn. Muss man schon lassen. Das ist echt... Und da fährt der Rex schon wieder. Die S-Bahnen sind ja auch ganz fleißig unterwegs. Wenn wir gerade von der Regen, da kommt eine S-Bahn wieder. Wir können den probieren. 74. Reicht es für die Strecke? Ich habe das Gefühl, irgendwie in die andere Richtung wollen viel mehr unterwegs sein. Au, schau an. Ich habe einen Fehler gefunden. Linienverkehr? Da schau an. S-Bahn, dunkel. Wo sind die? S-Bahn. Die nimmt im Bottrop zweimal die 3. Nimm doch einmal für die 4, dann wird es viel einfacher. Dann verstaut sich der Verkehr auch nicht. Die ballern eh so schnell durch. Das ist der Wahnsinn, diese S-Bahnen sind so flott. Steht die schon wieder hier und hat wieder eine Million eingenommen. Ey, die sind ja richtig mal brutal. Die S-Bahn auch hier.
Wie viel warten hier? 80? Die wollen zum Bus, zum Boot. Please, what? Wie viel Schiffe habe ich da eingestellt? Ich glaube, ich brauche dann. Soll ich da einfach so eine Pendelbahn hin? Ich tue da eine. Aber dann habe ich nicht die Möglichkeit, eine Pendelbahn zu bauen? Warte mal. Es gab so schöne Züge immer. Es gab so einen Zugbus in der Art oder sowas in der Art. Gibt's das noch? Schauen wir mal. Was wir alles hier zur Verfügung haben. Also wenn, dann würde ich irgendwas so ganz Kleines, Simples wollen. Scheint es aber gar nicht zu geben, sowas ganz Simples. Doch, hier ein Shuttle. Cool. Dann machen wir ein kleines Shuttle einfach. Wo war das wieder? Hier unten, ne? Dann designen wir das Ganze jetzt um. Achso, ja, warte mal. Kein Problem. Alles gut. Problem ist gleich gelöst. Warte mal. Hier, so. X6. Ich wollte nur so ein kleines Gebäude eigentlich bauen. 1 Meter 120 lang. Das muss ja gar nicht lang sein. Das muss ja nur so ein ganz kleiner Mini-Bahnhof eigentlich werden. Sonst erweitert man den halt, wenn es nicht mehr reicht. Und der kriegt jetzt einfach hier so ein kleines Nebengleis. Der soll einfach da hin und her pendeln. Fertig, aus. Zug, Gleis, Gleis. So. Das passt schon. Ich will jetzt einfach so einen Pendelzug einsetzen, weil ich es kann. Einfach weil ich es gerade mega cool finde. So, und das ist Pendel 1. Einfach weil ich es kann, das ist mir so scheißegal eigentlich. Das ist einfach Pendel 1. Pendel 1. Fertig. Und mit Pendel 1 sollten dann die Züge, oder der Zug in dem Fall, da relativ cool unterwegs sein. So nach unten. Und da gab es ja diesen Pendel. Und es gibt halt natürlich, den gibt es rein theoretisch ja auch, aber den finde ich ein bisschen oversized in dem Fall. Ich will hier sowas Cooles haben. Wir nehmen den hier. Hält 44 Personen. Für 7 Millionen gekauft. Geht auf, wo ist Pendel? Pendel 1. Kann nicht gefunden werden? Ah ja, wahrscheinlich nicht, weil wir in dem Fall hier vorne. Noch so machen müssten. So, okay, aber jetzt hat, oder? Jetzt findet der Pendel doch seinen Zug. Wo ist denn, ich vergesse jedes Mal, wo das ist. Das ist hier irgendwo, hier. Yes. Pendelin ist es unterwegs. Whee!
Oh, Leute, mir fällt was auf. Die Folge ist schon seit 25 Minuten vorbei. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, ist unbedingt ein Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.